Der Oberstnecke, Oberfrankens und Bayerns, die Kollegen aus Bayreuth und Hof, herzlich willkommen. Ja, ich habe mich schon alle mit Bamberg subsumiert, aber das habe ich gehört, ist ein grober Fehler. So wie Nürnberg und Katz, die verbotene Stadt. Aber jetzt genug der Späße. Jetzt wird es wieder ernst. Unsere Tarifsprecherin Karin Peitinger spricht zu euch und wird euch unsere Forderungen mit Kultun und dem Finanzminister einheizen. Karin, du hast das Wort. Ja, liebe Kolleginnen, liebe Kollegen, liebe Mitstreitende, grüßt euch! Punkt sind sich ja die Politiker einig, wenn es um die gerechte und faire Bezahlung von unserer exzellenten Arbeit geht. Da bloß ganz ab, da legen sie einfach kein Angebot vor. Das ist arrogant, unverschämt und respektlos. Die Arbeitgeber, die bewegen sich einfach nicht nach vorne und nach hinten. Aber wir bewegen uns. Wir setzen uns ein für unsere Forderungen. Und wir setzen uns zur Wehr, den er selbst vor dem kommen muss her. Die Arbeitgeber behaupten, dass die Haushaltskassen leer sind. Da halten sie zusammen. Aber zusammenhalten können wir auch. Gemeinsame Ziele können wir gemeinsam erreichen. Wir setzen uns zur Wehr, denn er selbst vor dem kommen muss her. Und wenn wir die Politiker nur beim Umdenken nur durch Warnstreiks und Aktionen auf die Springhelfer gehen, dann müssen sie mit uns rechnen. Wir setzen uns zum Jahr, den er sich von kommen muss her. Bei jeder Tarifverhandlung kämen wir mit der Staatsverschuldung. Die hauen sie uns dann wieder um die Ohren. Aber nicht bloß der Staat hat Probleme mit seiner Haushaltskasse. Die haben wir nämlich auch, ein jeder von uns. Das ist Klagen, wenn ihr die mangelnden Steuereinnahmen. Wir sollten alle anfangen mit jetzt war einmal. Denn so fangen nämlich Märchen an. 2012 konnten die Länder ein Rekordhoch von 236 Millionen Euro einfahren an Steuereinnahmen. Das sind 5,4% mehr als 2011. Wir setzen uns zu Wehr, denn er setzt vor dem Hummer muss her. Die Preissteigerung der Energiekosten seit 2010. Heizöl um 41%, der Strom um 9%, Kraftstoff um 19%. Und jetzt muss auch bei unseren Einkommen der Daumen nach oben gehen. Wir setzen uns zu Wehr, wenn es jetzt mal kommen muss. Ja. Müssen wir denn immer als die Sparschweine herhalten? Nein. Und drum, wir setzen uns zu Wehr, wenn er sich schon kommen muss her. Ja. Der Kollege hat schon gesagt, wir befinden uns jetzt schon am Zweiklassensystem, oder wie sollen wir das sonst nennen? Dass die Leute für die gleiche Arbeit beim Bund und Länder ungleich bezahlt werden. Wir setzen uns zu Wehr, wenn er sich schon kommen muss her. Ja. Thank you.
Der Staat ins Land braucht Leute, die hinter dem Land stehen und dich mit der Arbeitskraft am Hinhalten. Aber das können wir nur bringen, auch unser Geldbar für uns. Das ist ganz zu mir, denn das ist schon so ungefähr. Wir machen Druck für die 6,5% Mehrlohngehalt, für eine soziale Komponente, vor allem in den unteren Entgeltgruppen, für eine Laufzeit vom Tarifvertrag über 12 Monate, damit wir nächstes Jahr mit unseren Kolleginnen und Kollegen vom TVÖD wieder einen Anverhandlung geben. Urlaubsanspruch, keine Verschlechterung, Hände weg vom Urlaub! €100 monatlich für unsere Auszubildende, also ein bisschen immer. Dass wir endlich mit den Verhandlungen über Einschränkungen befristeter Arbeitsweisen zu führen können. Und die Erhöhung der Ballungsraumzulage auf mindestens 120 Euro. Und natürlich nicht zu vergessen, die Zeit und Inhalt gleich die Übernahme für unsere Beamtinnen und Beamten und Pensionisten. Ich danke jedem Einzelnen von euch, die sich heute da an dem Landstreik beteiligt haben. Jedem Angestellten, jedem Arbeiter und natürlich auch jedem Beamten, der das in der Freizeit tut. Wir setzen uns zu mir, denn ein Sechsfang kommen wir mal her.